Wie ihr sehen könnt, habe ich bereits hier eine Gleichung an die Tafel geschrieben mit zwei Variablen. Ich möchte jetzt, dass mir jemand A auflöst. Na, Freiwillige voran, wer möchte denn seine Note verbessern? Ich habe Kopfschmerzen. Ja, war eigentlich irgendwie klar. Niemand. Dann suche ich mir halt jemanden aus. Ah, der Herr Fichte zum Beispiel. Das ist ein Selbstporträt sein, Galgenmensch, ne? Sehr treffend. Sehr lustig. So, wie wär's? Löst mir bitte A auf. Na, los. Und was soll das denn jetzt? Könntest du mal aufhören mit dem Mandy da? Mit dem Gedattel? Hallo? Ich hab das neue Level gelöst. Ja, jetzt reicht's mir aber. Hier ist eine Frechheit. Was soll das denn jetzt? Sie dürfen mir mein Handy gar nicht wegnehmen. Ist Ihnen auch langweilig? Geben Sie mir sofort zurück. Erstens, in diesem Ton redest du nicht mit mir. Und zweitens, natürlich darf ich das sicherstellen. Und nach Schulschluss heute kannst du dir im Sekretariat abholen. Ist das klar? Den ganzen Tag? Ja. Also, geh nach vorne, löse mir A auf. Einen Scheiß mache ich. Ah! Ruhe! Das ist interessant. Wieder eine Arbeitsverweigerung. Und wieder mündlich eine 6. Also eins muss man dir lassen, das ist Schulrekord. Ein Tag hier, zweimal eine 6. Das ist nicht zu glauben, sowas. Naja, deine Eltern muss ich auf jeden Fall sprechen. Gut. Hausaufgaben, Seite 43, Aufgabenseite 6. Und für dich die 44, komplett als Strafarbeit. 43, wie soll ich denn bis dahin sehen? Das ist ja noch nicht. Die Mieten auf dem Färber willst du dir nicht gefallen lassen, oder? Die Pfeife geht mir am Arsch vorbei. Ja, wird auch Zeit, dass du mit eins rein wird. Hast du schon einen Plan? Einen Plan? Wofür? Um ihm das heimzuzahlen? Nee, du? Du musst wissen, ich habe immer einen Plan. Wieso wundert mich das jetzt nicht? Team? Team. Endlich habe ich Tom an der Angel. Und dazu werde ich mit dem heißesten Typen des Planeten, dem Färber 1, reinwürgen. Ist ja fast wie Bonnie und Clyde. Und ich sag nur eins, der Färber wird nachher ganz schön dumm aus der Wäsche gucken. Bitte das Loch, wo ich drin versinken kann. Mann, gefühlt die halbe Schule hat mich fast nackt gesehen. Die Schüler werden noch niemals wieder Respekt vor mir haben. Ihr habt gerade eben Frau von Wiesenau gehört. Es werden augenblicklich alle Telefone weggepackt. Jetzt wegpacken, wegpacken. Nee, komm. Die Fotos werden gelöscht. Sofort. Ich habe gar nichts mehr drauf. Welches Handy? Meins haben Sie einkassiert. Darf ich mal fragen, was hier los ist? Ja, Sie kommen ja gerade recht. Wunderbar, dass Sie da sind. Also, Sie helfen mir bitte jetzt dabei, dass hier die Schülerhandys alle kontrolliert werden auf Fotos. Und dann wird alles gelöscht. Fotos von der Frau Köhler oder was? Ja, klar, selbstverständlich. Das werden wir jetzt ganz genau überprüfen. Alle in die Klasse rein, sofort. Komm doch raus, alle in die Klasse. Als wenn die Situation nicht schon grotesk genug wäre. Also, eine nackte Referendarin auf dem Schulgelände, das findet man nicht so häufig. Aber wenn die Bilder davon ins Netz kommen, ist das ein unglaublicher Schaden für die Schule. Das kann ich nicht zulassen. Sie erklären mir bitte, wie es dazu kommen kann, dass Sie halbnackt hier auf dem Flur rumstehen. Frau Hüms, ich war nur kurz duschen und als ich aus der Dusche gekommen bin, waren meine Klamotten weg. Und Mann, ich schäme mich selbst total. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Vielleicht wurden die geklaut oder so. Und dann wollte ich ins Lehrerzimmer, weil ich einfach nicht wusste, was das Richtige ist in der Situation. Sie wollten halbnackt ins Lehrerzimmer. Super. Ja, ich wusste... Sie sind eine Respektsperson. Das sollten Sie zumindest sein. Gut. Wir haben ein Problem. Sie haben keine Klamotten, wir brauchen Klamotten. Wo kriegen wir die her? Aus dieser Klamottenkiste. Da müsste was sein, was Ihnen passt. Das kann ich gerne übernehmen. Ich gehe dann mit dir hin, Jess. Sehr nett. Thea, kommst du mit? Ja, klar, komm ich mit. Nein, Sie kommen mit mir. Ich muss mit Ihnen was besprechen. Ziehen Sie bitte an. Sorry. Ja. Gleich. Was? Hättest du auch sagen können, dass du auf FKK stehst? Witzig, Katja, witzig. Besser konnte es für mich nicht laufen. Ich meine, Jessie ist die Lachnummer der gesamten Schule. Die Direx wird sie safe schmeißen und dann habe ich meinen Job sicher. Alexa hatte eine mega Idee. Die Sachen hier sind vom Hausmeister geliehen. Und wenn der Färber zurückkommt zu seinem Auto, dann wird er sein blaues Wunder erleben. Payback, Bitch. So, das war der letzte. Geil. Machst du sowas eigentlich öfter? Ob ich öfters Reifen abmontiere? Ja, auch. Aber ich meine, ob du die Lehrer so auf den Arm nimmst.
Klar, man kann sich ja nicht alles gefallen lassen, Tom. Und außerdem ist mein Rache-Reporter unerschöpflich. Das gefällt mir. Und mit mir kann man immer Spaß haben, in jederlei Hinsicht. Oh mein Gott, der Färber kommt, der Färber kommt! Komm. Oh, der Wagen hier, der Das denn? Was ist denn mit meinem Wagen passiert? Aber Tom, hast du mir die Reifen abmontiert? Keine Ahnung, irgendwie wurden alle die Reifen abmontiert. Herr Färber, das ist Ihr Auto, richtig? Ja. Wollen Sie mit der Polizei sprechen? Ich gebe Ihnen mal kurz den Besitzer, ja? Ja. Klaus Färber hier? Ja? Nein. Ich werde keine Anzeige erstatten. Ja, danke. Das war wirklich die Polizei. Hab ich ja gesagt. Sie sind eben aus der Schule rausgekommen, dann ist der Täter irgendwo weggelaufen, aber wir haben ihn nicht erkannt. Haben Sie irgendwie Feinde, die sowas getan haben könnten? Nein, keine speziellen. Aber der Feind lauert ja überall, wie man sieht. Das stimmt. Gut, ich werde die Werkstatt anrufen, die sollen sich um das Auto kümmern. Ich fahre mit Bus nach Hause. Okay. Das war ja wirklich die Polizei am Telefon. Das beweist ja schon, dass Alexa und Tom mit der Sache nichts zu tun haben. Alexa hätte sich uns niemals getraut, die Polizei anzurufen. Aber trotzdem irgendwie merkwürdig. Also nach dem Tag heute hätte ich schwören können, dass doch Tom dahinter steckt. Und, wie war's? Alter, das war ja mega. Hast du wirklich die Bullen angerufen? Klar. Krasse Aktion. Tja, krasse Aktion fordern krasse Reaktion. Du weißt schon, dass du mir damit den Arsch gerettet hast, oder? Ja. Danke. Boah, das war endlich ein Kuss von dem richtigen Mann. Wusste ich doch, dass es sich gelohnt hat, hartnäckig zu bleiben. Das ist der Anfang von einer ganz, ganz großen Sache. Und morgen werden wir da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben. Wetten! Oh Mann, Jessie. Schau mal, das ist bald Renti. Der hilft dir sicher. Hm? Dietrich meint, dass Felix und Paul vielleicht hinter der Klamottenaktion stecken. Aber ehrlich gesagt, ist mir es total egal, wer es war, weil es ist passiert und den Respekt vor den Schülern habe ich komplett verloren. Wie soll ich mich je wieder ernst nehmen? So. Ihr entschuldigt euch sofort bei der Frau Köhler für das, was ihr getan habt. Und erklärt uns mal, wie man auf so eine blöde Idee kommt, der eigenen Lehrerin ihre Klamotten zu klauen. Herr Neulting, wir haben damit wirklich gar nichts zu tun. Mhm. Frau Köhler, ich schwöre bei allem, was ich habe. Also ich habe nicht viel, aber ich schwöre, wir haben damit wirklich gar nichts zu tun. Ist so wirklich, wir waren das nicht. Ihr habt die Frau Köhler auch den ganzen Tag geprankt. Herr Neulting, das mit den Schlangen. Ja, das waren wir. Das mit dem Schleim, ja, das waren wir auch. Aber mit Frau Köhler, das waren wir definitiv nicht. Na, und außerdem können wir es doch gar nicht gewesen sein. Nach der ganzen Schleimaktion, da hatten wir beim Herrn Bauer Unterricht. Stimmt, durchgehend. Ja. Ja, das überprüfe ich jetzt auch. Weh, ihr lügt. Auf keinen Fall. Hallo Max, ich bin's. Noch mal kurze Frage bezüglich des Vorfalls eben wegen Jessie. Stimmt es, dass Felix und Paul eben die ganze Zeit in deinem Unterricht waren, als das passiert ist? Ja. Und die sind auch nicht irgendwie mal eben auf Toilette abgehauen oder so? Nein. Gut, danke. Bis später. Und? Ja, und? Der Herr Bauer hat gerade bestätigt, dass ihr tatsächlich die ganze Zeit in seinem Unterricht wart. Ja, hab ich schon gesagt. Frau Köhler, trotzdem doof, dass das passiert ist. Ja, echt mies. Ja, ihr dürft jetzt gehen. Ja? Danke trotzdem. Alles Gute. Ja. Oh, hallo Frau Sommer. Frau Sommer, das sind ja meine Sachen. Wo hast du her? Ja, die lagen auf dem Hof. Auf dem Hof? Ach so, jetzt mal ganz ehrlich, ja? Ich glaube nicht daran, dass das ein Schülerstreich war. Ein sogenannter Prank. Ich glaube vielmehr, dass Katja dahinter steckt, ja? Sie will Jessie doch garantiert aus dem Weg räumen. Wegen der Planstelle. Naja, das sind ja auch alles nur Spekulationen, oder? Oder hast du Beweise? Nö. Aber reicht es nicht zu wissen, dass Katja einfach eine falsche Schlange ist? Und das hat sie schon mehr als einmal bewiesen. Wir müssen uns in Acht nehmen vor ihr. Glaub mir. Nee, so nicht. Wir müssen Katja und Frau Holmes zeigen, dass wir zu Jessie halten. Und vor allem müssen wir beweisen, dass Katja hinter dieser miesen Aktion steckt mit den Klamotten von Jessie. Ja, und wenn wir das geschafft haben, dann ist Jessie rehabilitiert und Katja, die kann ganz gepflegt nach Hause fahren. Ja, perfekt. Niemand hier. Dann kommen alle rein. Wie gerade schon erzählt, es geht um die Wegwerfgesellschaft. Und was mich interessiert, wie viel wirft die Schule weg, beziehungsweise die Schüler? Und deswegen habe ich mir gedacht, wir teilen uns heute mal in Zweiergruppen auf und da würde ich ganz gerne heute mal Kim und Bella zusammen sehen. Was? Ich mit der in einer Gruppe? Niemals. Doch. Nein? Nee? Okay, der Rest teilt sich bitte selbstständig in Gruppen auf. Ich bin dafür, dass die Jungs rausgehen. Winst, du verteilst gleich die Tüten. Schaut mal draußen, was ihr so findet auf den Schulhof, in den Fluren oder vielleicht sogar in den Mülltonnen direkt.
als Idee Upcycling ist die Sache. Natürlich habe ich Kim und Bella gerade mit Absicht in ein Team gesteckt. Ich will einfach schauen, ob die beiden mal ihren Streit vergessen können und einfach zusammenarbeiten. Aber auf die Suche, ihr vier bleibt hier. Raus mit euch, bitte. Moment, habe ich das richtig verstanden? Wir müssen in Müll rumwühlen. Nicht wühlen, nur reinpieken, bitteschön. Herr Hansen, allein schon, wenn ich da reingucke, bekomme ich schon meinen Kotzanfall. Möchten Sie das? Du kannst dich auch gerne hinsetzen, dann bekommst du gleich eine 6. Gar kein Problem. Ist okay. Sehr gut, okay. Boah, mir geht das Gelaber über Müll sowas auf den Senkel. Wirft es nicht weg, das Heim können wir noch gut gebrauchen. Ganz ehrlich, was Schrott ist, ist Schrott. Ist ja, und wenn ihr irgendwas Essbares findet, was noch gebraucht ist, dann können wir das auch gerne im Bauernhof spenden. Und ihr müsst es ja nicht selber essen. Dankeschön. Ich mag das ja sonst auch immer, im Müll zu suchen. Die kann ja in seine Wäsche bringen, oder? Alter! Ey, Kim, hack's bei dir? Mann, das ist mein Schal! Ey, gib mir den jetzt her! Das bestimmt nicht. Du hast ja auch meine Klamotten an.